Vielleicht den Pastor anrufen. Oder auch nicht den Pastor anrufen. Hier ist auch nichts. Raus will er ja nicht. Ich befürchte, das läuft wieder auf einen Cut hinaus, wo ich dann wieder offscreen gucke, wie es weitergeht. Will ich eigentlich auch nicht machen. Es ist doof, aber immer noch besser als hier stundenlang mit euch durch das Spiel zu stolpern, ohne irgendwie weiterzukommen. Jetzt geht ja auch nicht auf. Verdammt! Gott, erstmal durchatmen. Mir ist gerade eingefallen, dass er ja. Ach. So, dann gehen wir jetzt da hinterm Haus gucken. Ach, Mann. Ich glaube, ich werde kein Freund. Was ist das? Den habe ich doch heute Mittag in den Müll geschmissen. Ach, der Traumfänger. Wenn hier irgendwelche Jugendliche sich einen Scherz erlauben sollen, dann sollen die sich mal warm anziehen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das geht ja gar nicht hier. Aber, ey, diese Stelle mit den Klamotten. Ja. Ich meine, er hätte ja mal, wenn man versucht, zur Tür rauszugehen, hätte er ja mal sagen können, ich bin in meiner Unterhose, ich sollte. Genau da, wo er liegen soll. Er hätte ja mal sagen können, ich bin in meiner Unterhose, ich sollte mir vielleicht was anziehen. Er hätte als Hinweis absolut gereicht. Und dann, wären wir hier auch schneller weitergekommen. Ich denke immer noch, dass dieser Baum da Teil des Rätsels ist. So, was genau will er denn jetzt machen? Die Jugendlichen sollen sich mal warm anziehen. Ja, aber jetzt will er erstmal ins Bett gehen. Der Tag war nämlich lang und morgen will er nochmal alles überdenken. Ja, gut. Alter. Ja, wisst ihr noch, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist nicht so ein Horrorspiel, das ist mehr so ein Mystery. Ja, vergesst das. Was für ein Albtraum. So was Reales habe ich noch nie geträumt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er schon wach ist. Ich bin ganz verschwitzt. Habe ich so einen schlechten Schlaf gehabt? Lange nicht mehr in diesem Bett geschlafen und dann verfolgen mich auch noch Albträume. Ich sollte. Moment mal. Wie sieht es denn hier aus? Was ist passiert? Mein Gott! Geht denn jetzt die Schublade auf? Natürlich geht jetzt die Schublade auf. Unmöglich. Diese Schublade war noch zu. Es gab keinen Schlüssel mehr dafür. Vater wollte das Schloss nie ausbauen. Er hatte immer etwas Besseres zu tun. Und ich wollte es selber nicht machen, weil ich ein fauler Sack bin. Verschlossen. Na gut. Ist aber anscheinend nichts drin. Sowas liegt hier. Ein vergammelter Mülleimer. Mein alter Ball. Ich habe gern damit gespielt. Zieh dir erstmal was an. Ach, der Schrank ist leer und ein paar Spinnweben hängen darin, die geht. Stirb! Nein, das ist Deutsch. Das heißt die. Ach, ja. Nanu? Ist das wieder so ein Psychospielchen, was drauf hinausläuft, dass das alles nur in unserem Kopf war oder sowas? Da unten kommen wir nicht hin.
sieht's denn hier aus? Muss mal wieder eine aufräumen. Mir fällt spontan auf, das Zettelchen da oben links sieht anders aus als alle anderen Zettel. Dieser Zettel hat auch eine raue Rückseite. Ach, gucke. Ja, dann. Alle haben eine raue Rückseite. Diese Zettel haben eine Rückseite. Die ist rau. Und ich will nicht aus dem Fenster gucken. Mein Gott, Panik. So, was haben wir hier? Ach, ein Zettel mit rauer Rückseite. Ja, und jetzt? Ich kann nicht mehr ins Zimmer. Das ist ja schön. Was steht hier? Gar nichts. Nix. Alle Zettel mit rauer Rückseite. Ja, okay. Alle haben eine raue Rückseite, ja. Ja. Was zum... War da wer? Tag 2. Erstmal eine Gaffe. Was für eine verfluchte Nacht. Ich frag mich ja, wie lang das Spiel ist. Nach so langer Zeit lag ich nun wieder im Bett meiner Kindheit und dann träume ich so absurde Sachen. Vor allem real. Ich hatte noch nie einen solch realen Traum gehabt. Ob das stimmt mit den ganzen rauen Flächen auf Mutters Zetteln? Tja, dann müssen wir wohl mal in die Garage gehen und dann nachgucken, wa? So, kann ich denn diesmal hier hinten raus? Natürlich nicht. Ich gucke erstmal, ob hier oben noch was ist. Das wäre ja auch ein Buch seiner Mutter, was eventuell raue Seiten haben könnte, aber das hat es anscheinend nicht. Ich kann das Fenster nicht mehr benutzen. Und das Papier. Jeder Zettel hat eine raue Seite auf der Rückseite. Sie muss jede Seite mit dem Hinweis auf die Bibel versehen haben. Ich habe das Gefühl, als will sie mir irgendetwas sagen. Nur was? Ist es möglich, dass... Kein Testament. Sie hat sich umgetauft. Wenn es Selbstmord wäre, würde sie nach ihrem Glauben in die Hölle kommen. Wozu das Ganze? Und diese Nachrichten? Vielleicht ist der Abschiedsbrief gefälscht. Und sie hat alle Zettel mit dieser geheimen Nachricht beschriftet, sodass der Täter auf jeden Fall den Abschiedsbrief darauf schreibt. Aber dann muss sie gewusst haben, dass etwas passieren wird. Wenn ich herausfinden will, dass sie sich nicht selber umgebracht hat, dann muss ich einen Beweis finden, dass der Abschiedsbrief gefälscht ist. Aber ich brauche einen Hinweis dafür. Allein finde ich das nicht heraus. Vielleicht sollte ich mal bei der Polizei anrufen und fragen, was sie wissen. So, ich mache aber einen kurzen Zwischenstopp im Zimmer. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob man in diesem Spiel sterben kann und ich habe keine Lust, das alles nochmal zu spielen. Okay. Wahrscheinlich fehlt mir die Nummer der Polizei, denn die ist ja so schwer zu merken. Gut, dass hier ein Telefonbuch liegt. Liam Mortensen, 555-21533. Ach, wahrscheinlich brauche ich mir das nicht aufschreiben, ich mach's aber trotzdem. Kleinen Augenblick, ich gehe auf Nummer sicher. Mortensen 555-21533. So. Liam. Ich glaube, ich ging mit ihm damals zur Schule. Er war in meiner Parallelklasse. Ich werde ihn fragen, was er weiß. So, jetzt erstmal telefonieren.
die Nummer wählen. Er hat die 555 vergessen. Mortensen? Hallo, Herr Mortensen. Hier ist Thomas Scott. Haben Sie zufällig Zeit für ein Gespräch? Im Moment habe ich leider keine Zeit. Aber kommen Sie doch bitte heute Abend vorbei. Gut. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich sollte noch nach weiteren Hinweisen suchen. Am besten ich schaue mir Mutters Arbeitszimmer nochmal genauer an. Wo könnte denn hier noch ein Hinweis sein? Im Sofa. Das alte Ledersofa. Ach so. Der Stuhl? Der umgekippte? Aber wenn die Mutter ermordet wurde, steckt der Vater vielleicht damit drin irgendwie? Obwohl, nee, kann ich hier vielleicht? Nee. Seltsamer Spruch. Der einzige Satz auf der Seite. Okay, dann blättern wir mal. Sie bereute nichts. Sie tat alles aus Liebe zu ihm. Er, der ihr alles gab. Er, sie vollkommen macht. Hört mitten im Satz auf. Scheint nur eine Idee gewesen zu sein für einen Satz. Wer es macht, der... Oh, bin ich schon wieder gegen mein Mikrofon gekommen hier. So, wer es macht, der nennt es nicht. Wer es sucht, der kennt es nicht. Findet er's, wird hinterdrein nicht mehr, was es war, ihm sein. Wer es macht, der nennt es nicht. Wer es sucht, der kennt es nicht. Geheimnis? Ist das ein Geheimnis? Der das Geheimnis macht, redet nicht drüber. Der es sucht, kennt es nicht. Und wenn er es findet, ist es kein Geheimnis. Wenn doch, das macht Sinn. Was ist das für ein Spruch schon wieder? Moment. Mutter hat früher mit mir immer Flashback Time. Und der kleine Hosenscheißer, da sitzt er. Ich kann ihn nicht lösen. Es ist zu schwer. Gib nicht auf, Thomas. Niemals. Lass mich noch ein Foto machen. Aus der Vogelperspektive. Rätsel. Mutter hat mir früher viele Rätsel gestellt, die ich lösen sollte. Sie wollte mir damit die Langeweile vertreiben, während sie an ihren Büchern geschrieben hat. Der Spruch auf der Seite, die aufgeschlagen war, ist das ein Rätsel? Es geht und geht schon immer fort und kommt doch keinen Schritt vom Ort. Was meint sie damit? Das muss ein Hinweis sein. Sie hat die Seite nicht bewusst so offen gelassen. Haben wir hier irgendwo? Ja, natürlich. Klar, jetzt fängt die Uhr an zu ticken. Und hier tickt sie besonders laut. Ein bisschen Obst? Ne? Will er nicht. Will er kein Obst. Der Schrank ist zu. Ein Wecker. Er scheint aufgehört haben zu ticken. Moment mal, der ist ja total kaputt. Kaputt ist er denn. Wie konnte der denn ticken? Vielleicht kriege ich die hintere Klappe auf. Oh, verflucht. Jetzt ist der Hebel angebrochen. Da muss ich einen Fachmann ranlassen. Frank hat einen kleinen Uhrenladen in der Stadt. Ich denke, ich werde ihm die Uhr mal zeigen.